In Lauchhammer Ost auf dem Freiherr vom Steinplatz hat eine Museumsgalerie eröffnet, direkt gegenüber dem Traditionsverein Feuerwehr. Betrieben wird sie von Rolf Greiner Kolitz und Olaf Gedert. Sie betrieben zuvor eine Museumsgalerie in einem Schlossgutshof in Bernau über 20 Jahre lang. Dort konnten sie aber nicht bleiben. Ein neues Objekt musste her. Die Lösung lieferte ein Lauchhammeraner Verein. Und dann kam hier aus Lauchhammer der Verein Eisenkraut, die bei uns mittelalterliche Spiele vor unserem Schloss darboten und die wir nun schon über mehrere Veranstaltungen kannten und haben gesagt, Mensch, wir haben in Lauchhammer ein Grundstück, das liegt auf dem Erdboden, wenn euch das passt, das wäre doch was für euch. Und dann sind wir hier bei Schnee und Regen, weil ja die Zeit drängte, hier angekommen. Und dann hat es auch fürchterlich gegossen und wir sahen dann ein Gebäude, wo kaum ein Dach vorhanden war. Aber ich sah, dass diese Längsfronten und habe gesagt, geradlinig, da kann man was draus machen. Alte historische Feuerwehr, unwahrscheinlich ansprechender Name des Platzes. Und dann habe ich gesagt, die Arbeit nehmen wir nochmal auf uns. Und haben anderthalb Jahre jetzt Tag und Nacht gebraucht, um Dach drauf zu kriegen, um sanitäre Anlagen reinzukriegen, um Wildschweine zu verjagen, die in Lauchhammer immer bei uns im Garten stehen. Am 15. Juli ist bzw. war es dann soweit. Die Museumsgalerie ist eröffnet. Ausgestellt sind Bilder von Manfred Max Rapp, die mit der Compressing-Technologie entstanden sind. Das sind zeitgenössische Bilder im Computer entwickelt und ich habe 2002 damit begonnen, habe aus zwei Computerprogrammen eins gemacht. Das heißt, in dem einen Programm zeichne ich das vor und mit dem anderen Programm koloriere ich das. Und das ist eine völlig neue Kunst. Die Bilder sind zudem alle limitiert. Limitiert heißt, jedes Bild wollen wir nur 30 Mal verkaufen. Nicht und damit, es gibt ja Drucke, die millionenfach gedruckt wird, die kriegen Sie für 10 Euro. Unsere Bilder, die wir machen wollen, das sind auch alles Unikate, aber wir begrenzen das auf 30 Bilder, die wir verkaufen können. Ab 500 Euro kostet ein Bild von Manfred Max Rapp. Unterstützt wird die Museumsgalerie von Friedlinde König, der Nachlassverwalterin der Werke der Lauchhammeraner Künstlerfamilie Kummer. Am 26. Juli findet in Senftenberg eine Vernissage von Werken Irene Kummers um 19 Uhr im WHL-Gebäude statt. Die Museumsgalerie am Freier vom Steinplatz ist kein Gewerbebetrieb, sondern wird auf Vereinsebene betrieben. Unterstützt werden sollen nicht nur unbekannte Künstler, auch älteren, einsamen Menschen soll die Galerie eine Anlaufstelle bieten. Denn wir wollen hier zwei Vereine gründen, einen Kunst- und Kulturverein, und wollen hier eine Gemeinsamkeit für mutige Leute im älteren System finden, die sich zu Hause langweilen oder keine weiteren Ansprechpartner haben. Die sollen hier Geborgenheit, Gemütlichkeit und ein vertrauensvolles Zweitzuhause kriegen. Denn wir lassen für diese älteren Herrschaften unseren Tagesbetrieb ganz offen. Die können also nicht wie Vereinsmitglieder zu bestimmten Zeiten, die können kommen, wenn sie Druck auf der Seele haben oder wenn sie sich mit dem Fernsehen nicht mehr unterhalten wollen. Das Gebäude der Museumsgalerie stammt aus dem 18. Jahrhundert. Früher war hier eine Kunsttischlerei untergebracht, die Produktionsgenossenschaft Raumkunst Lauchhammer Ost. Und so kommt mit der Museumsgalerie wieder Kunst zu einem Kunststandort.